Leise und unbemerkt fand sich vor wenigen Tagen im Morgengrauen ein neuer Gemeindebewohner in der Bezirkshauptstadt Voitsberg ein. Und das, obwohl es sich bei dem neuen Bewohner um eine 8 Tonnen schwere und 6 Meter hohe Eisenplastik handelt. Und zwar um den Häuptling König. Jener Plastik, die vom mittlerweile verstorbenen weststeirischen Künstler Gerhard Moswitz-Hewiach geschaffen wurde und die bis jetzt am Flughafen Schwechat ein Zuhause gefunden hatte. Gerhard Moswitz-Hewiach ist ja ein aus der Region, ein Maria Lankowitzer, der auch in Voitsberg gewohnt hat, hier seine künstlerischen Tätigkeiten ausgeübt hat. Dann ist er nach Wien gegangen, hat auch für den Flughafen Wien etwas gemacht. Der Flughafen hat gesagt, wir brauchen die Skulptur eher dort nicht, wo sie jetzt steht, und hat nach Möglichkeiten gesucht. Und dann hat sie das angeboten, dass wir gesagt haben, wir hätten die Skulptur gerne, und das hat auch funktioniert, dank des Flughafen Wiens. Ganz einfach war der Transport von Wien nach Voitsberg allerdings nicht. Vor allem der Abbau der Plastik war eine logistische Meisterleistung. Es waren unheimlich viele Bereiche bei uns beteiligt, denn wir mussten einen ganz speziellen Kran aufbauen. Allein der Aufbau dieses Krans hat 5 Stunden gedauert. Dann wurde er quasi in einem Stück über die Kuppelöffnung rausgehoben und auf einen Tieflader gegeben. Das hört sich jetzt in 3 Sätzen sehr einfach an, aber die Vorbereitungen dazu waren wirklich enorm. Wir mussten, der Kran hatte einen Schwenkbereich von 150 Meter. Wir mussten am Vorfeld teilweise Pisten sperren, große Passagierbereiche sperren aus Sicherheitsgründen. Und das war schon sehr aufwendig. Der Häuptling König ist übrigens eine Dauerleihgabe des Flughafens Wien und wird künftig den Beginn der Kunststraße rund um die Burgruine Voitsberg symbolisieren. Innerhalb des Energieerlebnisparks Zangtals gibt es eine Kunststraße mit verschiedenen Skulpturen zeitgenössischer Künstler. Moswitzer ist ja eigentlich auch ein solcher, und er ist halt die Spitze der Künstlerschaft, möchte ich fast sagen. 18 Jahre stand der Häuptling König am Wiener Flughafen. Jetzt ist er in seine Heimat zurückgekehrt.